Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Immer gedacht, weil ich ja in letzter Zeit extrem viel gearbeitet habe und wirklich nicht viel Zeit gehabt habe, dass ich mir was für zwischendurch aussuche, einfach damit wieder mal ein Livestream stattfindet. Und zwar schauen wir uns in, ich weiß nicht wie viele Sessions, kann sein, dass es in einer ausgeht, sonst, und zwar, es ist angeblich nicht so extrem langes Spiel, Lego Builder's Journey. Ich habe das Spiel nur einmal ganz kurz ausprobiert, direkt nach der Installation, und habe ja nur das Level, das ihr da gerade seht, gespielt. Mehr habe ich noch nie ausprobiert beim Spiel. Ich hoffe, der Ton passt, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, ich hoffe, der Hintergrund ist laut genug zu hören. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, wie immer, bitte einfach früh genug Bescheid sagen. Ich mache das Ganze ja gleich aus. Und im Prinzip ja, das erste Level, das man da sieht, das ist einfach einmal ein ganzes Level, wo man die Basics kennenlernt. Man braucht im Prinzip nur durch Klicken die Steine aufheben. Dann kann ich es mit der Maus bewegen, wie ihr seht. Und wenn ich dann über einer Fläche bin, wo ich einen Stein platzieren kann, brauche ich nur lang die Maustaste drücken und dann legt er den Stein dort ab. Und wie ihr seht, so würde der Stein nicht passen. Und durch einfaches Klicken dreht man dann den Stein und kann dann dort durch langes Obenbleiben auf der Maustaste platzieren. Ich glaube, es funktioniert auch die Leertaste, jawohl. Jetzt müssen wir schauen, ob ablegen auch. Okay, auch so dreht man und mit lang gedrückt halten. Also im Prinzip Maus und Leertaste sind da ziemlich ident. Und wenn wir die ganze Mechanik da kennengelernt haben, dann kommt es, soweit ich weiß, irgendwann einmal dazu, dass man die zwei Figuren im Spiel kennenlernt. Es wird nur suggeriert, dass das Vater so einfach funktioniert und es gelingt nicht. Okay, dann kommt das Wasser und spült mein schönes Werk wieder weg. Es wird nur suggeriert, dass das Vater und Sohn sein sollen und muss dem Vater dazu verhelfen, dass er den Sohn wieder findet oder zum Sohn gelangt und ihn rettet. Und ich würde mir wünschen, wenn ich wirklich einmal ans Ende komme bei irgendeinem Level, weil ich einfach nicht weiß, wie könnte es weitergehen, dass ihr mich dann auch gern dabei unterstützt. Okay. Mit rechts klicken und ziehen, dann kann man sich umschauen. Okay, so funktioniert das Ganze. Und dann liegt da dahinter das Steinchen, das ich auch wieder drehen kann. Und dann platziere. Okay, und da haben wir schon die zwei Figuren, die da jetzt einen Ausflug zum Strand machen. Okay. Muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, dass man durch einen langen Klick auf die Maustaste die Steine ablegt. Durch einen kurzen Kick dreht. Das macht jetzt der Sohnemann, also ich dürfte anscheinend der Sohnemann in dem Szenario da sein, dem Vater die Steine noch baut. Okay, warum das jetzt nicht gelungen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war genau drauf. Okay, da setzt man dann die Kuppel. Passt in dem Fall eh nur da drauf. Okay. Da haben wir so kleine runde Teile. Und so eine Art Dach. Das passt aber eh nicht so recht irgendwo. Dann setze ich es da drauf. Ja,
und wo genau die glatten Teile da platziert werden wollen. Das ist jetzt eigentlich mir überlassen. Ich setze sie da außen an den Rändern. Ui, und die Flagge, bevor sie weggespült wird, bekommt dann ein Mast. Okay. Eine sehr schöne Sandburg. Haben sie da gebaut? Aha. Okay. Und jetzt dürfte schon das eigentliche Gameplay, also die eigentliche Handlung, losgehen. Aha, es dürfte so sein, dass ich die Steine setzen muss. Und nur bei den gesetzten Steinen, warum auch immer das jetzt nicht funktioniert, kann sich der Sohn fortbewegen und auf die Art und Weise zu seinem Vater gelangen. Okay. Und auch anscheinend. Jetzt frage ich mich, ob das zu weit weg ist. Ja. Dürfte immer nur so einen kleinen Schritt springen können. Sehr süß gemacht, das Ganze. Okay, und da sind sie wieder vereint. Und so dürfte es jetzt vermutlich mal das ganze Spiel über weitergehen. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu sehen, wo gerade der Stein liegt. Mhm. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das nicht eher oben brechen würde. Eher ein bisschen bedenken, was das angeht. Also der erste Stein, der gelingt sicher noch. Aha, okay. Dadurch, dass ich jetzt den draufsetze, kann eigentlich eh nichts passieren. Ob irgendwas schief gehen kann. Dass zum Beispiel der Sohn irgendwie ins Wasser stürzen könnte. Es ist ein bisschen tricky manchmal. Also wenn ich jetzt auslasse, dann gelingt es nicht. Ja, es ist eine ganz kleine Hitbox nur. So. Okay. Aha. Jetzt haben sie so schön Strand verlassen. Da fließt irgendwie so Schlamm ins Wasser. Und ich muss da jetzt anscheinend irgendwie für einen Sohn eine Treppe bauen. Ah, ich kann sogar mit die anderen Teile wegschupfen. Ach so, das sind überhaupt größere Teile jetzt. Überhaupt richtig große Treppen bauen. Ja, weil er das da nicht setzen will. Das würde er jetzt da setzen, aber da würde ich das jetzt im Prinzip eigentlich gar nicht hin platzieren in Wirklichkeit.
Okay. Kann ich jetzt dafür sorgen, dass er wieder nach unten springt? Ja. Und die Sicht wird jetzt auch nicht drehen, aber sei es drum. Weiß, warum genau die zwei Teile rund sind, während die anderen Teile ich frage mich, ob das funktioniert. Das spüre nicht das, was ich gern hätte von ihm. Man muss es. Na. Es ist tricky. Also, mir überlebe ich, würde das zum Beispiel mit. Kann man das mit die Pfeiltasten steuern? Ja. Na gut. Aha. Aber auch nicht so, wie ich das jetzt gern hätte. Nämlich. Oh doch, das ist jetzt gelungen. Ja, ich habe eigentlich die Style abgelegt. Na, er tut nicht das, was ich gern von ihm hätte. Also die Steuerung ist ziemlich tricky. Und ein bisschen herumgefudel. Wie man auf gut steirisch so sagt. Ach, schau. Also das könnte ein bisschen länger dauern, das Ganze. Bis der wirklich das tut, was ich gern von ihm hätte. Jetzt krieg ich eine Mütze von ihm. Sohnemann bekommt eine Mütze vom Papa. Ui, was haben wir denn da? Und da ist ein bisschen neblig schon. Warum sind die Teile weiß? Was zu bedeuten. Ich gehe nicht davon aus, dass es hochspringen kann. Hm. Kann ich das abmontieren irgendwie? Nein. Ich kann es eigenartigerweise auch nicht weiter tragen. Also das ist das Maximum. Es ist schon grafisch schon ganz schön interessant, dadurch, dass die Legosteine wirklich die realistischen Texturen haben, die sie auch in Wirklichkeit haben, wenn es die Spiegelungen im Licht anschaut. Ich hoffe, das kommt im Stream auch so rum. Ah, da ist ein Teil, das ich aufheben kann. Oh Mann, es ist hinterm Vater das zusammengebrochen. Jetzt muss ich anscheinend irgendwie... ...mit diesen Teilen da arbeiten.
Aber vielleicht darf man gar nicht so kompliziert denken bei dem Spiel. Und vielleicht schafft er so weite Sprünge, aber... Na. Aber das sollte ja funktionieren. Mhm. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, das weiß ich nicht. Und man kann auch keine Teile verlieren. Also wenn ich wirklich ein Teil nach unten wirf, das ich noch gebraucht hätte, dann erscheint es auch wieder. Na bitte. Hätte man wahrscheinlich auch komplizierter bauen können. Okay, was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht, der Vater? Was ich da jetzt machen muss, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Und ich kann jetzt probieren, die Äste da... Ist das jetzt ein Lagerfeuer? Ja, anscheinend, es wird finster, es wird dunkel. Ah, ich verstehe. Er baut ein Lager. Okay, süß. Okay, das ist wirklich extrem niedlich gerade. Das Lager für die Nacht. Ja, sehr gute Musik. Den ersten Tag hätten wir überstanden. Achso, ich hab da noch irgendwie Teile. Okay. Ah, das war das Intro. Sehr schön gesteuert, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Bis es ein bisschen gutelig ist mit der Steuerung. Das dürfte nichts Gutes sein, wenn ich da drauf steige. Nur probieren jetzt mal. Na, da wollte ich das nicht hin tun. Setze ich das einmal da. Was passiert jetzt? Jetzt sinkt das ein. Okay, also man hat auch teilweise Mechaniken dabei, wo man ein bisschen schneller sein muss. Das könnte dann vor allem Trick werden, wenn das passiert. Wenn man einfach durch die Steuerung da nicht genau weiß, wo ist jetzt der Stein platziert. Wenn man dann auslässt oder loslässt, dann stützt er nach unten. Es wird auch da wieder das gleiche passieren, nämlich ich stark kann. Also der Stein da direkt vor mir, der wird noch halten. Aber die Treppe wird zu hoch sein für einen Sprung. Und dadurch muss ich... Ui, das war knapp. Jetzt weiß ich nicht, ob er den Sprung wirklich schafft. Okay, jawohl. Okay, und da habe ich dann schon wieder Zeit. Den Sprung schafft er auf jeden Fall. Na. So Secrets im Spiel? Ist das eine Klappe, die ich öffnen kann? Hm.
Anscheinend nicht. Ah, die wollte ich nicht ersetzen. Meine Güte. Gut. Kann zum Glück wirklich hoch springen und weit springen. Jetzt könnte ich vielleicht die Musik ein bisschen lauter drehen. Es ist momentan sehr, sehr leise. Okay. Ui, das ist ein weiter Weg. Was haben wir denn da für eine Teile? Ich muss jetzt anscheinend eine Brücke bauen. Wo mir aber auch ein paar Teilen hinunterrutschen kann. Was man definitiv nicht tun darf, ist zu kompliziert denken. Nein, das bringt mir da gar nichts, das Teil. Das kann ich mir da liegen lassen. Okay. Aha, also der Sprung ist ja jetzt zu weit. Okay, das reicht schon. Also, das war jetzt nicht so extrem schwer. Ich muss in den Damm. Ich schätze, ich muss in den Damm zum Einsturz bringen. Okay. Jetzt steigt das Wasser. Ich habe da mehr Teile zur Verfügung dann. Jetzt probiere ich aus, wie weit er springen kann. Okay, also zwei Blöcke anscheinend. Sollte funktionieren, wenn ich den quersetze und den auch. Na bitte. So. Ah, das ist wieder mit Geschwindigkeit. Mal schauen, was lose Blöcke sind. Okay, das ist ein loser Block zum Beispiel. Das sinken aber auch gar nicht ein. Ich
ist die Frage jetzt, ob der einsinkt, wenn ich drauf stehe. Das ist absolut nicht das, was ich gern hätte von einem. Der Junge. Ah. Was, das ist lästig. Es passiert genau nie das, was ich klicke. Ah. Es ist wieder von vorne los. Oh. Wenn die Steuerung da jetzt nicht so tricky wäre. Wäre es wirklich einfach. Ja. Ich sehe einfach nicht, wo der Stein liegt. Zumindest kann er jetzt nicht mehr tief versinken. Das ist einmal gut. Das heißt, jetzt kann ich mir anders helfen. Muss dann schauen, wenn ich irgendwo lose Teile habe. Nein. Ist das hoch genug? Na, das habe ich nicht da platziert. Hier war doch... Ah, da hätte ich sogar noch ein Teil gehabt. Ui. Nein, Vater seine Teile kann ich aber nicht steuern. Ich hab da nicht hingekriegt. Das, der Sprung, geht sich der aus? Mhm. Na sicher. Jetzt bin ich heute. Okay, also wo möchte der Vater, dass ich hinkomme? Das müsste eigentlich gehen. Dieses Teil unterhalb platziere. Na. Das tut er aber nicht. Wieso platziert das Teil unterhalb nicht? Ist mal wieder sehr schwierig jetzt. Ich hätte gern von dir gehabt, dass du das... Ah, aber das funktioniert. Ich kann das nehmen und dann auf dem platzieren. Und dann... Na. Dann nimmt er nicht alles. Dann nehm, kann ich wieder nur das Einzelne nehmen. Ah, übel. Das ist jetzt gerade sowas von erbärmlich richtig blöd.
darf nicht wahr sein. Nicht nur, dass ich nicht hinsehe. Ich würde gern einfach das Teil da so platzieren. Ja, jetzt funktioniert es endlich. Also, ich sag mal, so einen Speedrun möchte ich bei dem Spiel nicht sehen, weil das ist wahrscheinlich nicht möglich. Ah, ja, Schwede. Darf ich das Teil vielleicht da platzieren? Huh? Natürlich ist es ihm zu hoch und ich kann das Teil irgendwie darunter platzieren. Ah, das ist mühsam. Platziert es nicht. Das ist der Hammer. Ah, das reicht noch immer nicht, okay. Ach so, weil sie wieder in den Himmel fahren. Okay. Da ist wahrscheinlich ein Haus für die Nacht. Alles klar. Muss ich da jetzt noch was machen? Ah, die Tür zumachen. Gute Nacht, Sie sind wieder zu Hause.